Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Layers of Fear mit eurem Ragi vom Kanal Overplayed LP. Wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich vor der Tür mit der Aufschrift Form tritt heraus. Ich mag eigentlich nicht mehr. Das waren erst zwei Kapitel, verdammt nochmal. Nichts Wertvolles drinne, rein gar nichts. Alter! Das war nicht so gemeint! Eine verkettete Tür. Ich glaube, ich muss wirklich gleich mal Pause machen. Für Stündchen oder so. Bin noch nicht so ganz fit. So ein bisschen... Durch das viele Reden ist das so eine Sache. Mit den Stimmbändern und dem Hals. Ein Piano. Ist das Piano unserer Frau? Ist nichts drin. Zieht noch ein bisschen. Ein verkettetes Piano. Entschuldigung. Ein verkettetes Piano. Soll das den Verlust dieser Künstlerin? Also der Kunst des Pianospielens symbolisieren. Dass die Kunst einfach keinen Platz mehr hatte, sozusagen. Im Leben der Frau. War das so dunkel? Ich hoffe, man sieht das alles auf YouTube. Ich wollte gerade sagen, da hinten läuft... Ah! Alter! Puh! Das war ja mal gerade Gänsehaut, Junge, bis runter... Bis in dunkleren Gefilden. Alter Vater, war das unsere Frau? Spukt die hier rum? Der Geist unserer Frau versucht uns zu... Was? Kreative Blockade. Ja. Okay. Kann ich hier was machen? Nein. Hallo? Das ist so psycho.
drin. Ja, aber ich will... Ich komme jetzt nicht mehr... Hä? Jetzt sind wir komplett anderswo! Hä? Jetzt sind wir in den Raum drin, wo wir gerade... Hä? Alter, was? Okay, da... Okay, ne? Ja. Hallo? Juni, vergiss nicht. Das war der Juni, ne? 9. Juni. Neumond. Ja. 9. Juni um 14 Uhr. Oder um 2 Uhr. Save the date. Boah, ey, also das war ja jetzt mal gerade, ne? Was ist mit drin? Gut, wir kommen nicht zum Baby. Okay. Wir sind wieder am Anfang. Bücher. Jetzt ist die Frage, die kreative Blockade hat die gut, die hat uns beide wahrscheinlich betroffen. Haben wir die versucht, mit Büchern, durch das Lesen von Büchern, das Verschlingen von Büchern wieder zu finden? Das Licht. Ja. Oh, ist das eine Scheiße, wenn du mehrere Türen hast, ne? Warte, ich guck vorher hier, ob hier irgendwo was gespawnt ist, was interessant ist. Das ist ein Brief, den wir nicht lesen können. Leider. Natürlich wieder Weinflaschen. Und irgendwas anderes. Ich guck nochmal. Gut. Hätte sein können. So, da kommen wir in irgendeinem Treppenhaus. Und hier kommen wir... Idioten. Blinde Narren. Blinde Narren. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Wow. Da war jemand mit konstruktiver Kritik etwas empfindlich. Ein Faltpinsel. Wir haben das gemalt. Das kam nicht so gut an, hä? Nicht verwunderlich. So, jetzt können wir hier durchgehen. Gut. Aber ich mag das nicht, wenn ich zwei Türen habe und darf nur durch eine durchgehen. Bekomme da die Krise. Überleg mal, wir wären jetzt gerade ausgegangen. Wir hätten nicht über dieses kleine Atelier stolpern können. Das wäre mies. Eine kleine Bibliothek. Erstmal ein bisschen Licht an hier. Den Brief können wir nicht lesen. Da unten ist aber auch nichts drin.
hier noch ganz viele Briefe, die ich gerne alle lesen würde. Aber das bleibt uns wohl verwehrt. Können wir hier rauf? Tatsächlich. Gut. Wie wir das auch immer mit einem Hinkebein schaffen. Boah, was? Boah, das geht bei mir auf die Ohren. Boah, das hört... Alter, ernsthaft? Ich kann doch nicht lesen, während das dem... Okay, pass auf. Was? Oh, das... Oh, Alter, ich kann das... Okay, kleinen Moment, pass auf. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben, wie Ihre Frau nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder einfrierendes Kläffen, ennervierendes Kläffen, hä? Was ist das für ein Wort? Beschrieben haben, wobei viele dieser Ausdrücke verletzend wären, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse könnten zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess. Der, wieso ist das da so, wieso kann ich das da nicht so lesen, der all ihre Stärke und Unterstützung beansprucht, den Wunsch haben, eine Langzeitrehabilitation beanspruchen, dürfen deinen Kollegen oder mich kontaktieren, noch so ein verdammter Quacksalber. Okay, da war irgendein Typ, boah, ey, das geht, ich kann gar nicht so wirklich drauf eingehen. Wo ist das? Ja, ich will da dran gehen. Oder ist das jetzt woanders? Boah, ich kann gar nicht drauf eingehen. Oh, es ist furchtbar. Oh, ich kann... Oder muss ich rückwärts laufen? Yes, yes. Jetzt klingelt es richtig rum. Ich wollte doch sagen, das hört sich an wie so ein Telefon, was einfach... Hello? Yes, speaker. What? What fire? Oh, God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Oh, Scheiße, unsere Frau hat irgendeinen Unfall gehabt. Verbrennungen. Hatte sie einen feurigen Unfall sozusagen? Boah, ging mir das auf den Sack. Okay, dieses Schreiben gerade. Es war von einem Arzt.
Aber ich denke mal, das war nach diesem Unfallereignis der Frau. Sie sollten seine Frau wieder hinkriegen. Ich denke mal, dieses Ereignis hat uns, unseren Protagonisten, krass aus der Bahn geworfen, weil sie wird danach wahrscheinlich entstellt gewesen sein. Sehr wahrscheinlich. Ist das? Ja. Alles klar. Ja, Feuer, das kriegst du nicht mehr so einfach. Und dann ist noch der persönliche Faktor der Frau auch ein ganz großer, ja, so ganz großer Faktor, der bestimmt nicht unbedingt zu Seelenfrieden geführt hat. Ruhelose Andenken. Alter. Gott, ey, Alter. Mach mich nicht fertig. Was kranke Erinnerungen, ja. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern. Fresse andere Ratten. Fressen andere Ratten? Hä? Boah, ey. Wir waren krass am Arsch, oder? Was? Das ist so Psycho. Ich kriege die Krise bei sowas. Wieder die Schublade mit Ohren und ein paar ungelesenen Briefen. Nichts drinne. Boah, Alter, boah, der hat mich, ich hab mir fast in die Hose geschissen, ne? Ohne Witz. Jetzt ist die Frage, können wir hier wieder raus? Bringt uns aber nichts. Ein langer Gang. Was kennen wir von langen Gängen in Horrorspielen? Oh nein. Guckt euch die Arme an, ey. Oh nein, die muss richtig fertig gewesen sein. Schatz, es wird alles wieder gut. Hatten wir jetzt irgendwie eine Wahl? Oder auch nicht? Boah, das ist so Psycho, ne? Was? Hoffnung tötet den Geist. Wieso tötet Hoffnung den Geist? Außer wenn es sinnlose Hoffnung ist. Ah ja, stimmt ja.
Sicherheit geht vor. Ich hätte gern mal gewusst, ob es auch nach rechts geht. Ah. Gut. Keine Überraschungen während der Fahrt. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Die Hoffnung worauf? Dass es besser wird? Wofür ist dieser Raum hier? Aha. Damit ich mitkriege, dass die Tür abgeschlossen ist. Ist nichts. Boah, die Arme, ey. Oh, die tut mir... Puh, die tut mir mega leid, ne? Aber richtig mega leid tut die mir. Oh, Alter, diese scheiß Mäuse, ne? Was ist das? Mit Wasser angemacht. Wir haben's ja. Bevor ich da geradeaus gehe. Stille Schwimmer, sie verstopften den Abfluss. Fälle im Wasser, keine Bäder für mich. Boah, ich glaube, wir haben hart einen an... Ich glaube, wir haben eine harte Macke bekommen. Du bist so kaputt, mein Freund, Junge. Funktioniert nicht mal. Toll. Ist hier irgendwas, was wir sehen können? Ich denke, das Spiel lebt krass davon, dass man sich wirklich alles anschaut. Nein! Zu? Ah, warte mal. Nichts dazu. Flaschen. Gibt es hier einen Lichtschalter? Ah, warte mal. So. Nichts Sonderbares, ne? Ist auch wieder so ein Raum, der komplett ohne Sinn ist. Glaube ich zumindest. Ist schon wieder zu ruhig, ey. Schon wieder... Ah, guck mal. Den Schlüssel haben wir schon mal. Das ist gut. Wir hatten bisher noch keine Tür, die verschlossen war. Die war verschlossen. Also gehen wir da noch nicht rein. Gucken uns erstmal die anderen... Na? Die anderen Räume an. Körperleier. Lahm sich an mir, treiben mich zum Wahn, zu schnell zum Rausschneiden. Boah, der Typ, der hat so eine Meise. Der Typ muss so eine Meise bekommen haben. Das ist Psychose. Ah! Nee, 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 nee. Hallo?
Boah, ich finde Puppen so creepy, ne? In Spielen ist das furchtbar. Ist hier denn nichts? Toll, die Puppe erscheint im Licht. Ah! Von Liebe zu Wahnsinn. Mann nach Entführung der eigenen Tochter festgenommen. Früher am heutigen Tag wurde eine typisch ruhige und friedliche Wohngegend Zeuge einer Szene wie aus einem Kriminaldrama. Als ein Mitarbeiter der Sozialfürsorge, unterstützt von bewaffneten Polizisten, das Anwesen von aufsuchte, dem vormals bekannten und jüngst verwitweten Künstler. Offenbar war dieser unlängst in ein Kinderheim in der Innenstadt eingebrochen und hatte sich mit einer der jungen Bewohnerinnen der Einrichtung davongemacht. Nach Aussagen unserer Quellen handelte es sich dabei um die leibliche Tochter des Täters, die aus dessen Obhut genommen wurde. Nachdem ein Familiengericht dies entschieden hatte. Nach erfolglosen Verhandlungsversuchen und aufgrund der Vermutung, dass der Mann dem Kind Schaden zufügen könnte, stürmte die Polizei das Gebäude und nahm den Verdächtigen fest. Augenzeugen berichteten, dass der mit Handschellen gefesselte Mann auf die Knie gefallen sei und wiederholt gerufen habe: "Bitte, sie ist alles, was ich noch habe." Während Rettungssanitäter das Kind aus dem Haus begleiteten. Eine wahrhaft tragische Wendung. Okay, wir machen einen großen Zeitsprung. Unsere Frau ist wohl gestorben. Unsere Frau ist gestorben. Nicht glücklich. Wir haben eine Psychose bekommen. Uns wurde die Tochter weggenommen. Aus Angst, sie könnte uns, wir könnten sie ihr Schaden zufügen. Und sie war alles, was uns geblieben ist. Oh Mann. Toll. Aha. Aha. Ah. Hallo? Aha. Ich finde das so geil, ne? Boah, was? Boah. Ich glaube, ich bin besoffen. Ich will nicht in den Keller. Ich will nicht in den Keller. Ich hab... Nein.